So, Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe den Robin dabei in seiner eigenen Wohnung. Yay. Und wir spielen heute Jumpstart. Fun Fact, das sind Booster, die wir bekommen haben von Wizard of the Coast. Genau. Vielen Dank nochmal dafür, dass wir da in dieser Promo-Aktion mit dabei sein konnten. Genau. Und ja, das wollen wir auch ein bisschen würdigen, indem wir halt tatsächlich da ein bisschen auch Spaß mit haben. Genau. Und genau, wir spielen Jumpstart. Wir beide mögen Jumpstart. Wir haben im Podcast schon ganz viel geredet. Wenn ihr noch nicht wisst, was für ein Podcast, gibt Podcast gucken. Radio Raffnicke. Ja. Ich mag tatsächlich Jumpstart so sehr, dass ich viele Jumpstart-Packs, die ich in meiner Vergangenheit gespielt habe, gesleeved und halt hier in so einen Cube gepackt habe. Ja, cool. Vielleicht kommen da heute noch welche bei. Ja, genau. Das ist halt wirklich das Ding. Ich habe sogar hier, wo ich alle Karten habe, hier quasi einfach ein Jumpstart-Pack nachgebaut. Nachgebaut, geil. Und dann mit so einem Typewriter einfach auf ein Land geschrieben mit der Farbe. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist eine sehr gute Brettspielmöglichkeit, Magic the Gathering zu spielen. Yes, yes, also entweder das oder halt, ihr holt euch zwei Jumpstart-Packs jeweils. Und dann können wir loslegen. Genau, es sind halt 20 Karten jeweils drin, 40 Karten Booster wird es dann insgesamt. Original intended war, man macht vier Booster auf und wählt zwei davon aus und die spielt man dann zusammen. Es gibt auch Spielmodus, wo einfach jeder nur zwei hat. Mhm. Es gibt auch Sachen, wo jeder drei hat und dann wählt man eins aus und das zweite kann man sideboarden, wenn man möchte, wenn man Best of Three macht und so weiter und so fort. Und ja, da gucken wir einfach mal jetzt rein. Ja. Sehr schön. Und da haben wir auch schon die Booster, die, die wir haben. Viermal Marsch der Maschinen, Jumpstart-Booster. Hast du Jumpstart-Booster von Marsch der Maschinen aufgemacht? Noch gar nicht, das muss ich tatsächlich denken. Ich habe diese von dieser Art und Weise, wir machen einfach mal direkt auf. Ja, oder? Wir können dabei immer machen. Genau. Ich muss tatsächlich sagen, von der Art und Weise dieser neuen Jumpstart-Sachen, also ich habe selbst von dem Jumpstart 2022, 2023, dem vollwertigen Jumpstart-Set, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, selbst davon habe ich noch keins wirklich aufgemacht. Achso, wir gucken uns schon direkt die Rares und alles an. Ja, würde ich sagen. Okay. Schiedsrichtertrupp. Ich finde ja, das hat richtig geil. Oh, geil. Monastery Mentor. Monastery Mentor. Weißt du gut, oh, hier sind zwei, stimmt, hier sind zwei Foil drin. Genau. Ich habe Westwind-Sängerin. Ich glaube, das ist die, die bei jedem. Genau, Blauen die ist bei jedem dabei und danach ist die Random Rare. Maskottchen der Fakultäten. Ja. Weil so ein Jumpstart-Booster, wer es nicht weiß, die sind teilweise sehr günstig. Ja. Und ich finde es super lustig, weil in dem Set hier sind zwar ein, zwei Ankampf und Kampf dabei, die ganz witzig sind, aber nichts super, super Teures oder sonst was. Ja. Und ihr kriegt in jedem Jumpstart-Booster mindestens genauso eine Rare. Ich glaube aber nicht, dass, und das ist halt das Interessante bei Marsch der Maschinen, deshalb ich die ein bisschen schlechter finde wie die meisten anderen. Mhm. Ich glaube, hier sind keine doppelseitigen Karten drin. Verstehe. Oh, der hat eine Brut und Schrecken von irgendwas. Ostion, Held des Lavagrunds, wieder die exklusive Karte. Und dann habe ich noch Schritt ins Feuer. Die ist gar nicht so schlecht. Sehr versibler Sweeper tatsächlich. Genau. Und ja, genau. Es gibt eben fünf Farbbooster, die jeweils gleiche Sachen mit drin haben. Ja. Und eben auch Sachen, die random sind. Also vielleicht ziehen wir eine doppeltes. Dann kann man das vielleicht mal vorstellen. Ich gehe davon aus, dass wir bei sechs Boostern mindestens eins doppelt ziehen. Ich denke mal auch. Wobei bisher sind wir ganz gut. Und vor allem buff, buff. Ah ja, okay, da haben wir es. Können wir es halt mal schon mal zeigen. Also gerade die ersten. Cool ist das Artwork auch. Ja. Das ist schon geil. Das ist großartig. Und ihr seht schon bei den ersten Karten, da ist schon ein Unterschied. Da dann wieder nicht. Ja. Da dürfte dann auch nicht mehr der Unterschied sein. Der auch nicht mehr. Da auch nicht mehr. Nö. 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 Dann nö. Also doch, da ist noch einer. Dann kommt die Rare. Saruk und Pranke. Und dann kommt eine Ran. Bei beiden geiler Hit. Tatsächlich gar nicht so schlecht. Bei beiden geiler Hit. Und dann kommen halt noch, ich glaube, eine Ankamen und die Länder. Genau. Ich glaube, es gibt eine Kamen, eine Ankamen und halt eine Rare, die in jedem farbigen Booster, sag ich mal, so drin ist. Und ich glaube, die Dinge sind alle ähnlich. Also die, und die Decklisten sind dann darüber hinaus sehr ähnlich. Ja. Genau. Es gibt quasi immer drei exklusive Karten pro Rarity 1, meine ich. Aber zumindest gibt es halt, also er hier, der blaue Typ hier, der ist halt, glaube ich, eine Kammer oder eine Ankammer. Und die gibt es halt auch nur, das ist eine Ankammer, die es halt auch nur in dem Jumpstart-Booster gibt, sozusagen. Oh, nachtreten. Yay, yeah, sehr gut. Mit Schrecken von irgendwas. Spannend. Was haben wir noch? Wehepriesterin von Alabasterschar. Ich dachte ist das Ash Ketchum aus Alabastia? Dann habe ich Essenz der Orthoxie. Ja, genau. Und Urahnen-Exarch. Den habe ich so krass unterschätzt im Seal tatsächlich. Mhm. Ich dachte, boah, das ist ja eine super ineffiziente Karte. Aber dadurch, dass halt dieses X mal inkubieren 3, da kommen wir inkubieren rein. Ja. Ich dachte, es wäre inkubiere X
Und dann musst du ja, ja schon fünfmal reinmachen, damit du eine 2-2 kriegst. Aber ja, nein, das stimmt gar nicht. Ja. Fun Fact von meiner Seite aus, das ist übrigens mein Lieblings-Jumpstart-Standard-Ding. Das ist Phyrexian Orb Illusion. Auch noch ein paar dabei. Vielleicht kommen wir noch dazu. Könnte man ja auch mixen. Also wir könnten jetzt auch die noch dazu nehmen sozusagen und dann aus den Themen wählen. Genau, das ist halt super interessant, super versiert. Genau. Aber welche, weißt du schon, welche Farbkombination du nimmst? Nicht schwarz-schwarz, oder? tatsächlich würde ich auf grün-weiß gehen. Ja, ach komm, dann nehme ich mal schwarz-blau. Okay, weil schwarz fand ich nicht so beeindruckend bei mir. Aber nachdem ich den Monastery Mentor gesehen habe, ist wirklich großartig. Und wir tun jetzt was ich absolut liebe. Und guck mal, wir können sogar unsere Decks so anzeigen. Genau, und jetzt mischen, wir lieben die nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Wir spielen Jumpstart. Auch schön. Unsatisfying ASMR. Jetzt haben alle aufgehört, so zu gucken. Boah, da kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich das nur höre oder auch sehe hier. Also, ich finde es. Das knallt schon echt gut, ey, muss man sagen. Ja, gut, was soll der Geiz? Also, ja, eben. Wir haben sie eh geschenkt bekommen. Und, und halt, ne, so hat man früher Magic gespielt. Ja. So hat man halt früher wirklich. Ich habe früher auf einer Sandkastenbank ohne Sleeves genauso Magic gespielt und tatsächlich auch Mischen gelernt. Ich habe ja früher Yugi gespielt. Ich auch. Und meine Yugi-Karten, die ich von der Zeit noch habe, die sehen halt fürchterlich aus. Ja, also, die würde wahrscheinlich, wenn ich zum Graden hinschicken würde, die würden die einfach wortlos wieder zurückschicken. Ja, oder nicht mal eine Eins. Oder verbrennen tatsächlich. Ja. Jetzt kommt die große Preisfrage. Haben wir einen Würfel? Sicherlich, ja. Normalerweise habe ich mir eine Würfel immer in meiner Deckbox. In meiner Deckbox normalerweise immer hier oben. Aber wir waren ja F&M spielen. Ja, wir waren F&M spielen. Dazu kommt auch noch ganz, ganz vieles. Dürfte auch schon ein Short-Video hier auf dem Kanal gewesen sein. Yes. Und ja, wir haben auch noch mal so drüber geredet. Das wird funny. Yes. Dann, zwei Würfel hoch? Genau. Das ist eine 5, das ist nicht so hoch. Schaffe ich es mit einem Würfel? Nein. Nee. Oh, okay. Okay. Ich schaff's gar nicht. Gut. Dann würde ich gerne anfangen. Genau. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, der Rest ist ja bei Magic, wie Magic auch normalerweise gespielt wird. Und das ist ja das Coole bei Jumpstart, dass du einfach Magic spielst, wie es gedacht war. Yes. Und jetzt die Frage, wie gut hast du gemischt? Ich habe sehr gut gemischt. Meine Hand besteht aus ganz vielen bunten Ländern und ganz vielen bunten Zaubern. Okay. Ich bin glücklich. Ich bin auch satisfied. Dann starten wir mal. Genau, starten wir. Wald und ein friedfertiger Schimmel. Okay. Der hat Wachsamkeit. Er heißt aber Schimmelschwanz. Schimmelschwanz. Oder war ich jetzt noch beim Arzt wegen? 1-1 Wachsamkeit. Und für 3 Mana kann man die aus dem Friedhof exilen, um einer Kreatur eine 2+1 Mana zu geben. Kann man nur Wechsel einspielen. Okay. Dann dein Zug. Dann ziehe ich doch mal. Ist auch gut. Ich spiele eine Insel und dann ist dein Zug. Ja, cool. Dann ertappe ich mal. Ziehe ich mal eine Karte. Eine Ebene. Mhm. Dann würde ich einen argwünschen Darsteller spielen. Katze, Druide. Wer kennt sie nicht? Neben Pilzwäzchen, Kaninchen. Ja. Und tatsächlich endlich mal eine Katze mit einem Job. Ja, genau. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, mache ich überwachen 1. Das heißt, ich schaue mir die oberste Karte meines Decks an und kann sie in den Friedhof legen. Das ist Surveillen. Eine Karte, genau, die ich oben drauf lasse. Okay. Und dann würde ich dich für 1 ins Gesicht hauen gehen. Ja, ich hole noch D20. Wir sind vorbereitet. Voll. Sogar bei mir sogar die richtige, die richtige Gilde. Genau, dann gehe ich mal meinen Zug. Und bist du 18, 19, oder? Ich dachte, du hast für 1 nur angegriffen. Ja, der ist 1-1. Mein Kaninchen ist 1-1. Okay. Ich spiele ein Gebirge. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Aufgeben. Genau. Dann spiele ich die Westwindschlange. Das ist eine fliegende 2-1. Und wenn sie Kampfschaden zufügt, kann ich eine Kreatur meiner Wahl enttappen. Stark. Und dann ist dein Zug. Dann enttappe ich. Ziehe ich eine Karte. Was tust du? Okay.
Okay, das ist ja schwach. Sinn. Das ist ja mega Schwachsinn. Okay, Ebene. Ja. Und ich glaube, ich spiele für 3 Mana mal einen phyrexianischen Pegasus. Okay. Er ist 2/2 fliegend und wenn man angreift, kann ich eine nicht fliegende Kreatur fliegen geben. Hm. Und dann würde ich dich für einen hauen gehen. Yes. Dann oh, Jing. 18. Dann du. Untap. Yes. Draw. Yes. Ich würde noch eine Insel spielen. Wo bist du übrigens ausgerückt? Achso, ja. Hi. und dann spiele ich Rals Verstärkung, eine Hexerei, die mir 2 1/1er gibt, die rot und blau sind. Stark. Und 1, 2. Yes. Dafür sogar auch coole anzeigende Würfel, die jeweils 1-1 sind. Du hast einen fliegenden 2-2er. Ja. Aber ich glaube, ich würde trotzdem angreifen. Okay. Mal gucken, was du machst. Ching. Okay, dann triggert sein Effekt, weil er Kampfschaden macht und ich würde eine Kreatur meiner Wahl enttappen. Yes. Dann ist dein Nein, enttappe ich. Zieh ich meine Karte. Zieh eine gute Karte. Nee. Dann würde ich einfach für 2 den kosmischen Hunger spielen. Ja. Eine Kreatur meiner Wahl fügt einer anderen Kreatur, an deinem Planeswalker oder einer Schlacht Schadenspunkte der Stärke zu. Ich würde gerne, dass der Hase ihm einen Schaden zufügt. Das ist fair. Und dann würde ich mit dem Pegasus und mit dem hier angreifen und ihm natürlich fliegen geben. Das heißt, wenn du 5 Schaden in der Luft kriegst. Dann gehe ich doch mal auf 13. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann du. Zieh ich mal. Mana wäre gut. Ja. Mana wäre gut. Daran, ich muss mal tappen. Ja. Daran hapert es tatsächlich nicht bei mir. Wir können tauschen. Ich müsste noch eine Runde ausharren, bevor ich wieder ein Play habe. Aber okay. Deswegen ist dein. Gut. Bei mir wäre gut, wenn ich jetzt ein Land ziehen würde. Land und Herzerkannen? Fast. Dich kann ich nicht spielen. Dann würde ich einfach für 2 Mana, die schon getappt sind, eine Weihepriesterin der Alabaster-Schar spielen. 2/2 Lifelink. Ja. Und würde dich wieder für 5 ins Gesicht hauen gehen. Dann gehe ich auf 8. Also Flieger sind in so einem Fall richtig gut. Ja, Flieger sind wirklich wahnsinnig stark. Deswegen ja auch im Draft niemals Flieger nicht nehmen. Ja. Dann habe ich hier noch so ein Gebirge. Mhm. Oh. Das ist keine Reaktion, die ich hören wollte oder sehen wollte. Jetzt natürlich die Frage, ob ich jetzt zu viel denke und im Endeffekt macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Wobei. Ein bisschen komm. Angst. Komm, ich tappe die vollen 5 und spiele ein astrale Flugspanne. Die hat nämlich einberufen und ich war kurz überlegen, ob es clever wäre, mir das Mana noch offen zu halten, aber ich gehe in diesem Format mal nicht davon aus. Die kommt dran und eine verzauberte Kreatur hat +2/+2 und Flugfähigkeit. Und wenn sie ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Ja. Und dann möchte ich gerne eine Karte ziehen. Yes. Und dann ist ein Zug. Dann enttappe ich. Ziehe ich eine Karte. Land. Ein Wald. Ja. Yes. Dann würde ich für 2 Mana eine Ruinenspinne spielen. 1/1 Reichweite, Death Touch. Und ich kann +1/+1 Mana fliegen. Und für 2 Mana Zerschlagung des Portals. Ich zerstöre entweder einen Nicht-Spielstein-Artefakt oder eine Nicht-Spielstein-Verzauberung meiner Wahl, oder die ein Gegner kontrolliert, und inkubiere 2, oder ich inkubiere 2 und transformiere den. Okay. Das heißt, ich zerstöre deine Verzauberung. Yes. Kriege einen Token mit inkubieren 2 Marken. Ist das +1/+1 Marken jetzt schon? Ja. Okay. Das sind jetzt schon 2+1/+1. Ne? Aber es ist jetzt gerade noch ein Artefakt. Es muss noch 2 Mana gezahlt werden, damit das eine Kreatur wird. Ne? Dann würde ich in den Comet gehen und für 5 hauen gehen. Die fliegen wieder beide. Yes. Ne? Dann gehe ich doch mal auf 3. Mächtig. Wirklich. Fliegen ist broken. Ja, Fliegen ist broken. Und das ohne, dass wir bisher ein einzige Rare gespielt haben. Wirklich. So, was haben wir denn hier? Zuallererst ein Land. Ja, davon hätte ich auch noch gerne eins. Jetzt ist die Frage. Bei 3 Leben hat man nicht mehr so viel Spielraum, was man machen kann. Alles über 1 ist Luxus.
Du hast keine Karten im Friedhof, richtig? Ja, doch, zwei Stück. Ach so, zwei Stück, okay. Eine Spontanzauber und eine Hexerei. Ja. Das ist halt zu viele Kreaturen. Das macht es leider nicht so sehr gut, auf eine Mechanik einzugehen, die hier schon auch drauf ist. Und zwar habe ich hier einen Gewitterwolken-Geschwader mit einberufen und fliegen 3/4. Okay, das ist mächtig. Ja, aber ich hätte die gerne tatsächlich einberufen, um noch was zu spielen, aber dann habe ich nicht mehr genug Blocker, um eventuell überhaupt noch zu überleben. Das wird jetzt schon extrem knapp. Deswegen muss ich den Zug passen und dann ist dein Zug. Dann enttappe ich alles. Yes. Ziehe ich eine Karte. Was bist du? Okay, irrelevant. Dann würde ich für 2 Mana gerne das Ding zu einer Kreatur machen. Yes. Und einfach einmal querlegen. Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Das heißt. Trigger. Er bekommt fliegend. Genau, das heißt auf jeden Fall den 3-1er, der macht am meisten Schaden in der Luft. Das heißt, den musste ich schon mal blocken. Ja. Dann habe ich noch 2 Blocker. Wer sind deine größten Angreifer? 2-2, 2-2. Das heißt, ich müsste noch die beiden blocken und dann kämen noch 1, 2, 3, 4 durch und dann wäre ich tot. Good game. Nice. Sehr schön. Wollen wir direkt die anderen, Best of 3 spielen überhaupt? Oder ist das so ein One-Done? Also ich wäre jetzt hier für ein Best of 3, was einfach nur daran liegt, dass wir jetzt die anderen beiden zusammenstehen müssen. Ja, genau. Und wenn wir dann keine Entscheidung haben. Ja. Dann haben wir noch. verstehe. Das war die Idee. Okay, dann kommt das erste Deck beiseite. Ja. Und genau, dementsprechend auch die beiden Themen hier weg. Dann spiele ich verzichtbar und verzichtbar. Ob du darauf verzichten kannst? Nee, das ist nicht verzichtbar. Ich habe, glaube ich, das, was du eben gespielt hast, das Buff und Brut. Das war nicht schlecht. Das scheint auf jeden Fall ganz gut bei dir funktioniert zu haben. Genau, Buff und Brut. Und natürlich, das was du natürlich hast, das ist für einen Cube wäre das die Hölle. Da die Karten hier rauszufiltern. Sobald man halt da zweifarbig hat, kann ich mir sagen, alle Plains und alle weißen Karten kommen in ein Deck, alle grünen und Sachen, da musst du nur noch die farblosen zuordnen vielleicht. Ja, ich finde es immer noch schade, dass sie auf der Rückseite nicht einfach eine Decklist machen. Das hätten sie zumindest bei dem Jumpstart 2022 machen können. Genau. Und haben sie da leider auch nicht gemacht. Ja. Also spätestens jetzt, wenn die Leute da abgeschaltet haben. Ja. Eigentlich wäre noch das Beste, wenn wir jetzt noch so diesen Schatten machen. Oh ja, komm, jetzt haben wir so einen. Warte, dann müssen wir aber auch den da machen. Ja, genau. So schön, diese Karten aufeinander reiben. Aus diesem, wir zeigen euch mal Jumpstart, wo die ganz schnell triggern wir die meisten Magic-Spieler. Ja, ist echt so. Ist wirklich echt so. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich hoffe, die Leute haben halt einfach immer noch Bock zum Zugucken. Total. Ich habe auf jeden Fall Bock Jumpstart. Ich mag Jumpstart einfach. Genau. Aber das zählt jetzt quasi als die zweite Runde von unserem Best of 3, ne? Das heißt, genau. Ich würde anfangen. Genau. Okay. Und für die Leute, die es nicht wissen, ein Fun Fact dabei ist, Jumpstart ist der Grund, warum wir Radio Ravnica zusammen machen. Das muss ich immer wieder dabei sein. Genau. Das war, du machst ja immer ganz viele Kommentare auf diesem wunderbaren Kanal, den ihr jetzt gerade schaut. Genau. Und du hast mich mal eingeladen, da mal mitzukommentieren. Ich hatte einen Sabbat-Dezember, wo ich kein Legacy auf meinem Channel gebracht habe. Ja. Und da war unter anderem Gameplay, weil ich ja jeden Sonntag Gameplay mache, eben von Jumpstart. Und weil es das einer der wenigen Formate ist, wo wir beide was zu sagen können. Ja, weil dachte ich, passt das eigentlich ziemlich gut. Und im Endeffekt war es dann auch schon so, wo ich dachte, ach komm, fragst du mal den Marc, ob er Bock hätte, Radio Offenheit zu machen. Ja, genau. Und jetzt bist du auch schon seit über 100 Folgen dabei. Ja. Über 130 Folgen eigentlich, ne? Ja, Wahnsinn. Ist schon ordentlich. Ja. Ich würde keepen. Keepst du auch? Nee. Okay. Ich fange Turn 4 an zu spielen. Das klingt nicht nach Magic, wie ich spielen sollte. Genau. Und außerdem können wir noch ein bisschen Shuffle machen. Ja, genau. Ich kann noch ein bisschen ich habe ja die Kamera, das Mikrofon direkt über mir. Genau. Mal so ein tut mir schon fast leid. Ja, wirklich. Aber spätestens jetzt haben die mal abgeschaltet. Kennst du vor allem diese ASMR-Videos, wo die dieses Mikrofon haben in Form von Ohren? Nein. Nee, es gibt so ganz, ganz weirde ASMR-Mikrofone, wo du dann quasi so einen Kunststoffkopf quasi hast. Und dann kannst du nämlich dann so links schnipsen, dann hören die das mit Kopfhörern auf der linken Seite und dann rechts, dann können die auf der rechten Seite. Und das könnte man auch super so ein 10-Minuten-ASMR-Shuffle-Video machen. Aber es sind
genauso Sachen, wie wir es jetzt gemacht haben, wo einfach nur Wildkarten auf den bescheuertsten Art und Weise gemischt werden. Klingt nach einem super April-Video. Das stimmt. Und? Also bei ja, Mono Black kannst du eigentlich nicht Mana's Cool sein, zumindest. Nee, das kann ich halten, das ist nicht die Frage, ich spielen will. In der zweiten Runde will ich das spielen. Dritte Runde das. Dann will ich das eigentlich nicht haben. Oh, nee, und dann leg ich mal den 6-Mana-Drop runter. Alles klar, dann starte ich mal, was du kannst. Ebene Go. Das ist ein guter Anfang. Und ich habe einen Sumpf Go. Okay. Was dann bist du? Draw. Dann ein Wald. Und für 2. Elish Snorn Inquisitor. Was denn? Das ist der inkubiert 2, wenn er ins Spielfeld kommt. Stark. Und immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, in einen Phyrexianer transformiert werde, lege eine 1-1 Marke auf sie. Stark. Das heißt, sollte ich die transformieren, ist hier tatsächlich eine 3-3. Dann ist dein Zug. Krass. Dann ziehe ich meine Karte, leg mal einen Sumpf und leg mal ein Geschenk der Vollendung. Das ist eine Verzauberung, die sagt, ich inkubiere 2. Mhm. 3 sogar. Und immer wenn Phyrexianer, die ich kontrolliert, stirbt, wende Überwachung 1 an. Es ist so bizarr, immer diese deutschen, also dann die deutschen Texte zu hören, wenn man so in diesem englischen Sprecher ist. Ja, absolut. Ist das schon, ich manchmal stolpert man wirklich über so Überwachen, was soll das denn heißen? Vielleicht soll ich die mal so nehmen. Ja. Dann, genau, ich habe gezogen. Spannend. Du hast derzeit keine Blocker da, ne? Nö. Dann spiele ich mal eine Ebene. Und ich. Ich glaube, ich würde erstmal den Messeplatz-Trompeter spielen. Okay. Seine 2-2 mit dem Text: Ein Kreaturelefant. Zu Beginn jedes Endsegments, falls in diesem Zug eine 1-1-Marke auf eine bleibende Karte unter deine Kontrolle gelegt wurde, lege eine 1-1-Marke auf den Messeplatz-Trompeter. Ach du Scheiße. Okay, und dann würde ich dich noch für 1 angreifen. Yes. Und dann wärst du auf 19. Korrekt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Korrekt. Und dann ist dein Zug. Und dann enttappe ich, ziehe eine Karte. Lege einen Sumpf. Und spiele eine Seherin der gestohlenen Sicht. Hm. 3-Mana-2-3 Phyrexian Hexenmeister bedrohlich. Immer wenn ein oder mehr Artefakte oder Kreaturen, die ich kontrolliere, auf den Friedhof gelegt werden, wenn ich überwachen 1 an. Okay. Was macht die nochmal, wenn. Wenn Phyrexianer auf dem Feld auf den Friedhof geht, wende ich überwachen 1 an. Ah ja, alles klar. Verstehe. Meinst dann du? Dann du. Untap und drop. Spiele ich mal einen Wald. Und dann würde ich tatsächlich meinen Token inkubieren. Strong. Das heißt, wir haben hier einmal eine Karte, die in einen Phyrexianer transformiert und dann bekommt sie noch eine 1-1-Marke. Yes. So, dann ist eine 1-1-Marke. Ah, nee, das triggert erst im Endstep. Genau. Aber ist eine oder mehr? Nee, ist nur eine. Das heißt, triggert das pro 1-1-Marke? Oder ist das quasi, ich muss nur diese einmal erfüllt haben? Und falls in diesem Zug generell eine plus 1-1-Marke, genau. Das ist generell eine Füllung. Okay. Das deine ist da eine 3-2. 2-3. 2-3, ich wollte schon sagen. Da. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich glaube, dann würde ich doch mal in Combat gehen. Mit den beiden. Für 5. Dann würde ich natürlich den 2-3er blocken. Den 2-2er meinst du? Ja, 2-2er. Dann kommt der Combat-Trick. Genau, dann würde ich ganz gerne engelhafte Intervention spielen. Das ist ein Spontanzauber, eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl, beziehungsweise den du kontrollierst. Bis zum Ende des Zuges behält er Schutz vor farblos oder einer Farbe, die du bestimmst. Falls es eine Kreatur ist, lege eine 1-1-Marke auf sie. Rot. Schwarz. Okay, verdammt. Genau, das ist tatsächlich eine Kreatur und hat Schutz und ist auch eine 3-3 und tötet deine Kreatur. Das triggert jetzt aber dein Surveil. 2-mal, den und ihn auch. Genau. Das heißt, einmal Surveil. Genau.
Lege ich oben drauf. Okay, gut. Und dann würdest du noch 5 Schaden kriegen. Nee, 3. 3. Sorry. Habe ich ja schon gemacht. Dann ist dein Zug. Dann tappe ich. Ziehe ich eine Karte. Lege einen. Achso, Endstep Trigger. Ja. Der kriegt noch einen Counter. Und das ist ein 3-3. Okay. Dann bin ich fertig. Dann untap. Yes. Draw. Was ist das denn für ein Ding? Strixhaven wappnete sich gegen einen weiteren Angriff von Oryk, doch tatsächlich trat aus weitaus Schlimmeres ein. Oh. What the fuck? Das ist quasi Flavortext-Raten. Ja. Von welcher Karte spreche ich? Ja, genau. So, das ist eine 3-3. Yes! Dann greife ich doch mal mit meinem 4-4er an. Dann würde ich blocken. Okay. Dann würde ich für 2 Mana gerne letzte Geste spielen. Das macht. Deine Kreatur -2/-2 bis meines Wohls. Dann würde Damage sagen, dass meine Kreatur stirbt. Yes. Und dann würde ich mal noch für 4 spiele ich die Vollendungsbestie, eine 0-1, die aber inkubieren 5 macht. Und dann würde ich gerne noch so einen Inkubator-Token hier hinlegen und da 5 Marken drauflegen. Und dann ist dein Zug. Sick. Dann enter ich, ziehe eine Karte. Habe ich mal so einen Sumpf. Dann lege ich mal für 3 eine vollendeten Jagd, für 3 einen vollendeten Jagdmeister. Mhm. 2-3, für 1 Mana tappen, opfere ich eine andere Kreatur und einen Fakt und wende inkubieren 3 an. Ja. Und für 2 ein Resteverwerter. Mhm. 202-2, tappen, opfern einen Fakt oder eine Kreatur, der Gegner verliert ein Leben, ich kriege ein Leben. Hm. Dann bist du dran. Okay, untap. Draw. Ja. Habe ich eine Ebene hier. Mhm. Und dann würde ich doch auch mal meinen 5-5er in Phyrexiana flippen. Yes. Das heißt, der kriegt einen Counter aufgrund des Elish Norn yes. Inquisitor-Triggers. Und dann hast du da ein 3-3, ein 2-3 und ein 2-2. Treffen sich ein 3-3, ein 2-3 und ein 2-2. dann würde ich doch tatsächlich mal mit meinen Tokens angreifen. Hm. Dann würde ich einfach mit allen dreien den 6-6er blocken. Okay, das heißt jetzt 13. Genau, das heißt, die hast du schon mal genommen. Dann würde ich, glaube ich, 1, 2, 3 sagen. Ja, dann sterben die beiden. Mhm. Ich darf 2-mal surveillen. Ja. Und dein Token ist weg. Dann surveil. Yes. Die brauche ich nicht. Surveil. Die brauche ich auch nicht. Okay. Dann gehe ich mal zurück. Genau, dann mal zurück. Dann habe ich, ziehe ich eine Karte. Ha. Ich habe gesagt, die brauche ich nicht. Und für 4 Mana würde ich gerne die erste Rare in diesem Spiel spielen. Oh, wow. Und zwar den Schrecken von Tobashi. Ach, das ist, was macht der? 4 Mana, 4-3 Death Touch. Immer wenn der angreift, kann ich 4 Mana bezahlen und kann eine Kreatur aus meinem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Das ist ziemlich gut. Ja, denke ich auch. Wo ist mein Rest in Peace? Dann, du, falsches Format. Wirklich. Das ist, glaube ich, das Bizarrste, dass du mit so vielen Effekten und so, oh, den gibt's einfach. Oh, okay. Dann eine Ebene. Yes. Immer wenn er angreift, kannst du sagen, das muss kein Schaden sein. Ne? Yes. Pass turn. Dann ein Teppich. Ziehe ich eine Karte. Für 2 Mana spiele ich einen Resteverwerter. Sehr gut. Und dann gehe ich in Combat. Hau mit. Nur mit ihm zu. Und würde gerne 4 Mana bezahlen, um eine Karte aus meinem Friedhof zu reanimieren. Ja. Greift die dann auch an? Nee, sie ist zusätzlich Phyrexianer. Nicht, dass die nicht alle Phyrexianer wären, aber. Dann hole ich mir die Seherin der gestohlenen Sicht zurück, die dann auch immer wieder Surveil macht. Okay. Block. Ja. Dann traden wir. Der stirbt. Habe ich 2-mal Trigger auf Surveil. Ja. Die finde ich okay, die finde ich okay. Okay. Dann untap. Yes. Draw. Uff, okay. Eine Menge Länder. Dein Zug. Oh, krass. Dann tappe ich. Dann ziehe ich eine Karte.
Dann gehe ich in Combat. Dann gehe ich einmal für 6 hauen. Ja. Ich würde nicht gerne blocken. Deswegen nehme ich mal 6 Schaden, gehe auf 14. Ja. Dann würde ich für 2 Mana ganz gerne verdorbene Überzeugung spielen. Ich opfere eine Kreatur als solche Kosten und ziehe danach 2 Karten. Ja. Hab danach aber erstmal hier 2 Surveilträger. Ja. Jetzt ist Surveilling ist auf jeden Fall ganz gut. Bleib drauf und dann ziehe ich 2 Karten. Ja. Dann habe ich eine Sumpf und dann bin ich fertig. Okay. Untap, draw. Yes. Was machst du denn? Das ist schlecht, das ist kein Land. Ich brauche mehr Kreaturen. Langsam, sicher. Ich glaube, ich hätte den Typen nehmen sollen, der ihn kopiert. Ich würde mal den Fleischfresser spielen. Okay, was machst du denn? Was macht er denn? Fleischfräser, muss man sagen. Fräser. 4 Mana, 2/4 Phyrexianer Ritter. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der ein oder mehrere bleibende Karten als Ziel hat, inkubiere 2. Krass. Dann ist dein Zug. Also geht das auch für mich? Nee, ich muss den Zauberspruch wirken, der. Also ich kann deine Sachen targeten. Es muss eine bleibende Karte als Ziel haben. Also vorausgesetzt der englische Text. Stimmt mit dem Oracle überein. Dann würde ich den ganz gerne tödlicher Hohn zerstören und einen Treasure bekommen. Okay. Und dann gehe ich meinen Zug. Yes. Dann tappe ich eine Karte. Griechenland. Wir hauen für 4. Ja, ich gehe auf 10. Dann du. Ein paar Runden noch für Länder. Ich darf, muss doch nur was topdecken, was cool ist. Oh nein! Er muss lesen. Ich spiele auf jeden Fall mal ein Land. Und okay. Dann für 4, 5. What? What? 6. Das Waldland-Urwesen. 6/5 Reichweite verursacht Trampelschaden und das hätte ich noch umwandeln können für einen Wald. Aber warum wandelst du denn nicht um? Ich habe ein bisschen, ich habe schon fast einen Urwald hier, so viele Wälder, ich hier habe. Und Ebenen, die sieht man noch nicht, weil du drauf sitzt. Stimmt, ja. Und dann komm mit für 1. Ja, 12. Nice. Dann ist dein Zug. Dann tappe ich. Zieh ich eine Karte. Dann spiel ich für 3. Die Seherin der gestohlenen Sicht. Das war die mit Bedrohlichkeit und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, machst du auch wieder Surveil? Ja. Okay. Dann du. Untap. Yes. Draw. Nein! Nein! Ja, irgendwann muss ja auch mal. Okay, ich lege jetzt mal ein Land. Ja. Jetzt wird's spannend. Nein, ist eine Rare. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was? Das heißt, ich was? Kann. Was? Nein! Ich würde mal den Urahn Exarch spielen für okay. x=4. Das heißt, ich muss 9 Mana sammeln. Ach du Schande! Das heißt, ich würde jetzt 4-mal 3. Das Ding ist, das klingt jetzt erstmal fürchterlich, aber die sind ja jetzt alle erstmal nur alles noch erstmal Artefakte. Ja, das machst du ja nächste Runde, machst du ja einfach dick. Genau. Und das, gehst hauen. Das wäre mein Plan für die nächste Runde. Aber genau, aber das wäre auch schon mein Zug gewesen. Ja, genau, du hast Blocker, bedauerlicherweise. Und dann ist dein Zug. Dann würde ich gern den hier tappen, ihn opfern. Ja. Und du verlierst ihn dem, ich krieg ihn dem. Ja. Und Surveil. Ja. Weg. Will ich den? Ich benutze den, spiele den. Dann grillst du mich einfach. Nö. Die Karte ziehe ich für meinen Zug. Ja. Nee, ich habe noch ein Surveil. Ich habe noch ein Surveil, habe ich noch. Nö. Oder? Ja. Wenn du weitermachst, kann ich dich auch mailen. Nee, dann enttappe ich. Ja. Zieh eine Karte und es ist nett. Okay. Da habe ich verloren, dann bist du dran. Ja, ich gehe mal hier in meinen Zug. Habe ich jetzt hier noch was Cooles? Oh, das ist tatsächlich ziemlich spannend. Ah, Moment, jetzt muss ich mal kurz haushalten. 1, 2, 3, 4. Haushalten? 5, 6, 7, 8. Und dann habe ich noch 3 Mana übrig, wenn ich alle flippen möchte durch den Effekt. Das heißt, ich kann ihn ja noch tappen für, um auch noch eins zu flippen. Das heißt, ich würde noch mal 2 Mana sparen. Das heißt, ich hätte hier noch 5 Länder übrig.
Und das würde, glaube ich, tatsächlich funktionieren. Jetzt kommt die Full Rare Value hier. Ich spiele nämlich die Essenz der Autoxie. Was tut das denn? 3/3 fliegend. Immer wenn die Essenz der Autoxie oder ein anderer Phyrexian oder deine Kontrolle ins Spiel kommt, wende Inkubieren 2 an. So, das heißt, sie kam rein. Das heißt, ich habe nochmal Inkubieren 2. Und dann würde ich tatsächlich anfangen, einzuflippen. Zwei zu flippen. Habe ich mich vertan mit dem Zählen? Anscheinend habe ich mich mit dem Zählen vertan. Aber es ist auch egal. Ich würde nämlich ihn nochmal tappen, um noch einen dritten zumindest zu aktivieren. Das heißt, die sind noch inkubiert. Mhm. Die anderen können Beatdown. Die anderen können tatsächlich Beatdown. Ach so, und vor allen Dingen sind die ja auch alle noch Phyrexianer, die transformiert werden. Das heißt, die kriegen alle nochmal eine +1/+1 Marke. Ja. Klar. Klar. Und dann würde ich doch mal sagen, würde ich in Combat gehen mit 3 4/4ern und 1 6/5er Trample. Und gucken, was passiert. Ja. Ich block 2 von den 4/4ern. Ja. Die sehen sich gegenseitig sterben. Das heißt, ich gehe auf ein Leben und habe jetzt Surveil 6. Okay. 1. Ja. 2. 3. 4. Ey, I'm not real. 5. 6. Gib mir einen Zug, zieh eine Karte und spinne. Okay, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ja. Diese Flippen von Inkubatoren, das sind aber keine Phyrexianer, die ins Spiel kommen. Genau, weil die Karten schon im Spiel sind und sie einfach transformieren. 1-1. Nice, aber da merkt man auch, wie essentiell die sind. Weil einfach, im Endeffekt habe ich jetzt nur gewonnen, weil ich halt das Mana hatte, immer alles, sag ich mal, was ich nachgezogen habe, spielen zu können. Und yes. Wie gesagt, ich habe den halt auch unterschätzt. So dadurch, absolut, dass der halt 3-3er macht, ist halt echt gut. Ja. Jetzt darf ich natürlich meine ganzen Tokens hier nicht verschieben. So, das heißt, machen wir jetzt noch die anderen Packs auf. Finale! Sehr cool. Sehr cool. Jetzt müssen wir uns natürlich umgewöhnen, weil hier ist jetzt wieder Poison und sowas drin, beziehungsweise Toxic. Genau. Und wie gesagt, also Phyrexia All We Want ist tatsächlich Ding. Das sind englische, by the way. Oh, nice. Gucken wir uns mal an. Welche willst du denn haben? Also du kannst auch wählen. Die beiden. Okay, dann habe ich die beiden. Gucken wir mal, was wir haben. Willst du tauschen? Letzte Chance. Okay. Gucken wir, was wir haben. Genau. Ich hoffe, ihr habt weiß. Weiß war hier sehr, sehr cool und grün war auch cool. Oh. Schwarz war mittelmäßig. Wenn du jetzt wieder doppelt schwarz hast, dann finde ich das aber sehr cool. Corruption. Außer ich zähle sowas wie Sheoldred oder sowas. Ja. Das wäre natürlich gut. Das ist mit Fyromirodin. Yes. Oh. Twilight. Was ist das? Ist auch eine Rare, ne? Fliegend, wenn eine Kreatur stirbt, kannst du 2 Leben bezahlen, die exilen und Token der Kopie bekommen. Ist ganz nett. Ja. Was haben wir hier? Ich habe den Golem, der ist immer drin, der ist gut. Trample Haste und Attacks oder Dice Attack. Ah, okay, ja, alles klar. Und Mythic Hit. Mayhem Dominius. Ich weiß nicht, wie gut der ist. Dominius ist ziemlich stark, wenn du den schaffst, dass der Instructable Counter drauf kommt. Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber ich bin allein schon froh, dass ich hier was mit Fyrmirodin habe, ne? Blau. Schade, leider blau. Vielleicht ein Jace? Oh, stimmt. Und? Nee, der Grandmaster. Ich wollte schon sagen, das sah schon sehr nach, dass du die andere Domäne hättest. Ja. Nee, nur Grandmaster. Aber auch nicht schlecht. Total. Tatsächlich. Aber ich habe Corruption. Auch schwarz. Ja, so auch. Das heißt, ich hatte doppelt schwarz. Du hättest. Ich hatte doppelt schwarz, wenn ich nie getauscht hätte. Ja, wirklich. Wirklich sehr, sehr funny. Cool. Was haben wir denn hier? Kinzo und Arcfiends of the Dross auch nicht schlecht. Sehr, sehr kritisch, weil wenn die Oil-Counter weg sind, ist dein Spielspaß auch weg, weil du hast verloren. Aber ist es okay, wenn ich die Mystic trotzdem. Okay. Natürlich, hier geht's um den Spaß und die Zuschauer, die bestimmt schon abgeschaltet haben. Alles mir egal. Quatsch. Ihr seid doch immer noch am Start. Ja, natürlich. Schreibt jetzt in die Kommentare. Ich bin am Start. Raute 456 Ausrufezeichen, wenn ihr das jetzt gehört habt, damit wir wissen, dass ihr noch am Ball geblieben seid. Wer sagt denn heutzutage noch Raute? Das heißt Hashtag. Hashtag. Ja, okay. Vielleicht ist Raute auch gar nicht so gut. Mach mal Ich finde den Hashtag großartig. Ausrufezeichen Progress versus Corruption. Aber jetzt haben die ja schon was ganz anderes gespielt. Es kommt darauf an, wenn die zwischenzeitlich zwischen den zwei Ausrufen nochmal aufgehört haben, dann wissen wir, wer am Ball blieb. Du kannst doch nicht meine Leute so verwerfen. Mensch. Okay. Ja. Das heißt, ich habe verloren, am Anfang. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
gucken wir uns das mal an. Okay, ich muss mal nehmen. Unabhängig davon, was du sagst, aber ich habe halt 6 Länder. Also ich habe auch 6 Länder. Aber einen richtig geilen Six-Drop. Ich näher mich, ich kann Karten ziehen dazwischen. Ich habe einen Removal. Ich glaube, ich halte das. Ja, okay. Weil hier drin sind coole Länder. Coole Länder, also von coole Länder. Okay. Ich wollte schon sagen, vom Artwork her, oder? Nee. Effektländer, die cool sind. Die getappt ins Spiel kommen. Okay. Ja. 6 Karten für dich. 6, 7, genau. Solange wir jetzt nicht die ganze Zeit Mulligans. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Zumindest bin ich damit mehr zufrieden. Sicher. Ja, doch. Genau, da muss ich noch eine Karte runterlegen, ne? Yes. Kommt die mal drunter. Dann kommt ein Draw Pit getappt ins Spiel. Tappen für ein schwarzes und ich finde das Opfer für eine Karte. Sehr gut. Dann du. Ich spiele ein Swamp und einen Steinzug. Dann tapp ich eine Karte, ziehe eine Karte. Insel, go. Ja. Dann ein Mountain, dann Steinzug. Ja. Krass. Zieh ich eine Karte Sumpf, du? Okay. Ja. Dann habe ich nochmal einen Swamp. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh no! Nein, der muss überlegen. Was mache ich? Ja, komm, ich fange mal an mit dem Furnace Punisher. 3 Mana, 3-3 mit Menace. At the beginning of each player's upkeep, Furnace Punisher deals 2 damage to that player unless they control 2 or more basic lands. Sehr relevant. Dein Zug. Für 3 Mana würde ich gerne Vraskas Fall spielen. Krasse Kammern, heilige Scheiße. Was macht die? Jeder Opponent opfert eine Kreatur oder Planeswalker und kriegt einen Poison Count. Oh, das müssen wir jetzt auch noch checken, ne? Ja, natürlich. Dann lass uns doch einfach mal die grünen Würfel für Poison nehmen. Yes, dann gehe ich meinen Zug. Yes. Enttab, ziehe ich eine Karte. Dann würde ich für 3 Mana ganz gerne eine Chittering Skittering spielen. Yes, was macht die? Der Chittering Skitterling. Ja. 3 Mana 1-4. Wenn der corrupted ist, kann ich ein Artefakt oder eine Kreatur opfern, um eine Karte zu ziehen. Mhm. Kann ich aber nur machen, wenn der Gegner 4 oder mehr Poison Gun hat. Nur corrupted. Einmal pro Zug. Okay. Dann du. Untap. Draw. 1-4. Dann würde ich doch tatsächlich mal Blazing Credo auf deine Kreatur spielen. Das heißt, ich krieg +3/+1 bis zum Ende des Zuges und ich exile die oberste Karte. Bis zu meinem nächsten Endstep kann ich die spielen. Was? Und ich habe hier einen Nimrazor Paladin, den ich wahrscheinlich nicht spielen kann. Der ist stark. Der ist stark, aber auch mit einem offenen Mana jetzt nicht so spielbar. Dann würde ich noch das Prosthetic Injector spielen. Ein Equipment, was stark. +0/+2 und Toxic 1 gibt. Ja, das ist sehr, sehr gute Karte. Dann enttappe ich, dann ziehe ich eine Karte. Dann habe ich einen Sumpf und ein Blaishius Skulldweller. 1-1 Death Touch, Toxic 1. Dann habe ich dich für 1 Damage. Genau, dann gehe ich auf 19. Bam! Der hat keinen Toxic, richtig? Nö. Okay. Dann du. Einer der wenigen Phyrexianer, die nichts haben. Ah. Okay, endlich. Ich glaube dann, du hast ein 1-1 nur noch, ne? Mhm. Dann würde ich doch tatsächlich Ruck Hexgold Never spielen. Stark. Und für 1 ihn equipen mit der Injector. Ja. Das ist jetzt eine 2-4 Trample Haze Toxic 1. Und dann starte ich auch mal den Toxic-Zug und greife dich mal an. Dann blocke ich mit 1-1 Death Touch. Das ist okay. Weil du kriegst ja einen Poison. Ja. Ich hab das definitiv einen Kältekorrekt. Nee, genau. Und dann willst du noch einen Schaden kriegen. Yes. Und meine Kälte noch wieder meine Lebenspunkte würfeln. Ach so, genau. Das heißt, du gehst auf 18, richtig? Yes. Dann opfere ich noch ein Land und ziehe noch eine Karte. Yes. Und dann gehe ich meinen Zug. Yes. Dann tappe ich. Das ist eine Karte. Was bist du denn?
Die ist gar nicht mehr so kacke. Nehme ich mal eine Insel, dann spiele ich für 2 Nekrogen Kommunion. Die verzauberte Kreatur kriegt Toxic 2 und wenn diese Kreatur stirbt, bringe ich sie zurück auf die Hand. Hm, das ist sehr gut. Dann habe ich dich für 1. Ja. Und du kriegst 2 Poison. Nice. Also nicht fast nice, aber Toxic. Jetzt bin ich ja schon mal corrupted. Fast. Was ja. Nee, ich bin doch. Oder der hat doch jetzt 3 oder 4? Ja, 3 oder 4. Wann gibt Corrupted? Corrupted ist, glaube ich, ab 3, wenn ich. Free Hour. Boah, Corrupted. Deswegen. Nice. Dann du. Ich fühle mich auch schon ziemlich korrumpiert. Ja, das ist gut. spiel ich mal in Swamp. Ja. Habe ich jetzt verloren? Diese Überlegung. Nee. Aber ich spiele mal den Arc Fiend of the Dross. 6-6 Flying. Und dann würde ich den noch equippen. Und der kommt mit irgendwelchen Marken rein, ne? Genau, der kommt mit 4 Marken rein und also 4 Oil Counter. Und in meiner Upkeep muss ich einen runternehmen und wenn der keine Marken mehr hat, dann habe ich verloren. Das heißt, wir sind jetzt quasi in der Overtime. Ja. Und haben jetzt noch begrenzte Zuganzahl, um das hin zu Ende zu bringen. Oder du removest sie. Dazu. Dann würde ich die ganz gerne opfern. Ja. Dann geht die auf die Hand. Dann geht in den Friedhof und ich ziehe eine Karte. Yes. Dann gehe ich meinen Zug und ziehe eine Karte. Das ist schlecht. Dann spiele ich für 2 Mana ein Atomic Sphere Surgeon. Mhm. 2-1, wenn ich nicht Kreaturenzauber spiele, kommt da eine Eulmarke drauf. Ich kann eine Eulmarke runternehmen und eine Kreatur fliegen, bis mir das zurückgeben. Ja. Aber kann ich nur wie Sorcery machen. Und dann spiele ich ein Chittering Skittering. Mhm. Und dann bist du dran. Okay. Dann Untap, Upkeep. Wir gehen hier auf 3 Oil Counter. Das ist ein Problem bei 18 Leben. Ich brauche ganz viel Life Drain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh shit. Habe ich hier. Ich würde, glaube ich, zuallererst mal in Combat gehen. Ja. Und dich mal für 6 angreifen. 12 und Poison. Genau. Und dann folge ich darauf doch mal für 5 mit Kisu, the Mirias. Coven, genau. 5-4 Flying. Whenever another non-token creature dies, you may pay 2 life. Exile it. If you do, create a token that's a copy of that creature, except it's 1-1 and had toxic 1. Das heißt, wenn ich irgendeine Kreatur sterbe, kann ich sie für 2 Leben in Token 1-1 machen. Yes. Und dann würde ich die noch re-equippen. Yes. Und dann ist dein Zug. Dann opfer ich den, um eine Karte zu ziehen. Yes. Okay, dann enttappe ich und ziehe eine Karte. Mhm. Dann spiele ich ein Land. Spiele ein Thrombing Bird. Mhm. Und für 3 Mana ein Traveling Drake. Der bekommt einen Oil Counter. Yeah. Und kriegt plus 1 zu 1 für jeden Oil Counter, der auf dem drauf ist. Und wenn ich nicht Kreaturenzauber spiele, dann kriegt er auch noch einen Oil Counter. Genau, die beiden fliegen tatsächlich. Yes. Okay, das ist cool. Dann du. Okay, aber 1-1 und also sind beide 1-1. Beide 1-1. Okay. Das heißt, es ist nur ein temporärer Schutz vor meinen Fliegern. Ja. Da geht die Marke auch, ne? Das ist meine Win-Option jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zählt auch nicht so viel. Das macht mir Angst. Dann, ja, gehe ich mal in Combat. Yes. Und würde dich mal mit beiden angreifen. Dann blocke ich mit dem Thrumming. Der hat keinen Trampel, oder? Wir haben beide keinen Trampel. Dann blocke ich damit ihn. Okay, und dann willst du noch 5 und ein Toxic kriegen. Dann opfere ich ihn noch, um eine Karte zu ziehen. Okay. Genau, das heißt, du hast 3 Toxic. Schaden hast du schon genommen? Nee, noch nicht. Okay, 3 Toxic und bin auf 7. Okay. Weil ich gar nicht mehr so viele Züge habe. Zumindest vorausgesetzt, es passiert nichts mit diesem Arc Fiend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, what? What? Für meinen Oxidia Finisher. Der hoffentlich vielleicht der Finisher tatsächlich dieser Runde wird. Aber noch mal günstiger. Genau, ich könnte den noch mit Affinity. Achso, der ist noch ein. Ja, dann habe ich ja. Ich habe gerade gedacht, Affinity for Equipments. Aber ich habe ihn Convoke gelesen, ja. Aber genau. Dann kann ich den ja sogar noch equippen.
Ja. Dann hat er noch einen dickeren Booty zum Blocken. Yes. Dann ist es dein Zug. Dann zum Blocken. Meine Win-Condition ist durchhalten und überleben. Ja, man weiß ja nicht. Vielleicht jetzt Haster 18-18. Ja. Dann Jagel und Mutani und Ragger waren. Die nächste Team-Up-Karte. Okay, spannend. Insel. Mhm. Boah, ist das ätzend. Boardwipe. Boardwipe ist richtig krass. Du bist dran. Okay. Das heißt, untap. Hier geht noch ein Counter runter. Da ist einer noch, wa? Genau. Das heißt, so oder so, entweder nächste Runde habe ich verloren. Weil genau, wobei, at the beginning of your upkeep, remove an oil counter. Ach, then if it, ja, okay, dann ja. wird, ich dachte, ja. vielleicht habe ich dann noch einen. Ich muss diese Runde überleben, damit ich gewinnen kann. Habe ich denn noch irgendwas Relevantes zu tun vorher? Ich glaube fast nicht. Und dann würde ich doch mal einfach allen angreifen und für das Beste hoffen. Dann würde ich für 7 Mana, für 8 Mana. Ja. Würde ich Black Sun's Twilight spielen. Würde dem ganz gerne -7/-7 geben, wodurch er stirbt. Ja. Würde gern ein Thrumming Bird ins Spiel bringen. Mit dem 5 oder mehr. Ja. Und würde mit diesem Thrumming Bird gern den 6/6er blocken. Ja. Und damit würde ich gerne sie blocken. Ja. Und den hier würde ich ganz gerne opfern, um eine Karte zu ziehen. Yes. Okay, und dann kein Damage. Stirbt er. Und dann kann ich in meinem Zug noch den Pestilent Sifuner spielen. Und dann ist dein Zug. Ja. Dann habe ich natürlich eine Karte. Dann spiele ich für 5 Mana diesen lustigen Kinzu. Ja. Und Legend Rule, das heißt. Ja, fast. Und dann für 3 Mana. Würde ich gerne einen Death Touch Poison Creature spielen. Yes. Und dann würde ich meinen Zug abgeben. Ich verweigere den Zug. Okay, ja, Upkeep, der verliert seinen Counter und das heißt, dann habe ich. Ich wirklich nachlesen, dass es wirklich auch so ist. Es ist wirklich so, weil danach es gecheckt wird, ob er dann noch Counter hat. Ja. Also ich glaube, es werden ganz viele Kommentare kommen, dass ich dieses Spiel verloren habe. Oh, echt? Ja. Warum? Weil der noch einen zweiten Effekt hat. Der aber nie getriggert wurde und dadurch, dass er den Trigger vergessen hat, gibt es keinen Damage. Ja, theoretisch, wenn er sich an den Trigger erinnert hätte, hätte er gewonnen. Nee, das, ist mein Problem. Ich sehe so eine Karte und denke mir, okay, Drawback, ich verliere das Spiel innerhalb von 4 Zügen, aber dafür habe ich einen 6-6 Fliegender. Da hört es bei mir auf. Ich denke, das ist schon zu viel. Aber mehr. Aber theoretisch, wenn immer Kreatur stirbt, wie viele Kreaturen sind bei dir gestorben? 1, 2, 3 mindestens, seitdem er liegt. Ja, dann halt, das wärst du auf 1. Das heißt, du wärst nicht tot. Das können die Leute in die Kommentare schreiben. So oder so, weil du die Trigger nicht angesagt hast, habe ich super unverdient gewonnen oder vielleicht ganz, ganz knapp gewonnen, wer weiß. Wir können auf jeden Fall festhalten, du hast 2-1 gewonnen, aber tatsächlich habe ich Der Sieger der Herzen. Nee, ich hab zweimal einen Spieler rausgenommen aus dem Spiel. Ja, einmal mich. Ja, genau. Ja, ey, das hat sehr, mega sehr cool. viel Spaß ich gemacht. Ich liebe es einfach. Es ist deswegen ist Jumpstart einfach cool, weil es halt wirklich dich ein bisschen mit reinnimmt. Es nimmt dir Sachen mit rein. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja. Also gerade hier Marsh of the Machine ist ganz nett als Jumpstart, muss ich sagen. Aber All We Want, großartig. Ja, und halt, wie gesagt, also ist halt immer die Frage, wie man das halt irgendwie bewerten möchte. So. Natürlich sind die so, die sind halt Einsteigersachen. Ne? Also das Tolle ist halt, wir haben jetzt 6 Jumpstart-Booster aufgemacht. So, und wir haben halt jetzt so viele Rares und erstmal so einen Grundansatz von Karten, womit wir erstmal starten können. Das ist natürlich für jemanden, der etabliert ist, zum Beispiel Basic Lands, ist überhaupt kein Thema, sag ich jetzt mal. Aber du hast halt dann einfach, du hast Basic Lands, du hast schon mal ein paar Decks gespielt. Und ich sehe das als einen guten Win. Also, ich mag das Produkt. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Es ist halt nicht immer, dass man den
wie heißt der neue Monkey Kemba? Diesen Legendary, der Bananen. Ragavan? Aber der ist doch nicht in Jumpstart drin. Nö, nee, Ragavan. Ragavan. Aber ja, wie gesagt, es hat mega Spaß gemacht. Und ja. Nochmal vielen Dank an unsere Chaos. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Danke, dass wir es gespielt haben, Robin. Ja, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr bei Robin auf dem Kanal nachgucken. Ihr könnt auf Spotify und das ist mit jedem anderen Podcatcher, könnt ihr Radio Ravnica anhören. Genau. Ihr könnt bei ihm auf YouTube auch noch anderen Stuff gucken, den er so macht. Gerade viel, viel Pionier. Pionier, richtig, richtig cool. Und ja, ansonsten abonnieren, liken bei MTG Blackset für weiteren tollen Content. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.